So, im heutigen Video geht es um Smartphone versus DSLR und die fünf Vorteile, was eine DSLR gegenüber dem Smartphone mit sich bringt. Aber dazu mehr nach dem Intro. Bis gleich, Feuer frei! Hi, mein Name ist Barney Elo und auf diesem Channel bekommst du Tipps und Tricks rund ums Thema Filmmaking und vor allem auch Filmmaking-Business. Also, falls dich diese Themen interessieren, würde es mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt. Dieses Video heute mache ich nicht alleine, sondern mit dem Jan vom Camera Studio. Und wir haben bereits schon mal eine Cooperation zusammen gestartet. Das Video findest du jetzt hier oben in der Videobeschreibung. Und du findest auch nachher am Ende des Videos noch den Link zum Video von Jan, wo wir die fünf Vorteile von Smartphones gegenüber DSLRs nochmal beleuchten. Aber jetzt gibt es erstmal den Gegenpart, und zwar fünf Vorteile von DSLRs gegenüber Smartphones. Jan, du fängst an. Smartphone-Kameras sind richtige Allzweckbiester. Also eigentlich auch ganz gute Alternativen für Vlogger. Allerdings ist der Sensor relativ klein im Vergleich zu einer DSLR und deswegen die Lowlight-Performance auch deutlich schlechter. Ein größerer Sensor sorgt nicht nur für eine bessere Bildqualität, sondern auch für bessere, also stärkere natürliche Tiefenunschärfe oder bessere ISO-Performance oder auch einfach für eine höhere Dynamic Range. Also der Unterschied zwischen dem hellsten und dunkelsten Punkt, die die Kamera wahrnehmen kann. Der Vorteil Nummer 2 sind die besseren Codecs. Ja, die Codecs von einer DSLR oder DSLM sind natürlich der von einem Smartphone immer noch weit voraus. Der Vorteil von besseren Codecs ist einfach, dass man halt nachher im Schnitt viel mehr noch aus seinem Material rausholen kann, als jetzt eben mit Smartphone-Kameras. Ich möchte jetzt auch gar nicht behaupten, dass der Codec von Smartphone-Kameras unbrauchbar oder schlecht ist. Man hat einfach nur mehr Spielraum nachher in der Post-Production und nicht direkt irgendwelche komischen Artefakte oder sonst was im Footage, was halt bei Smartphone-Videos schneller passiert. Die Haptik von DSLRs wird in den meisten Tests sehr stark mitbewertet, da man zum einen prüft, wie gut man an die einzelnen Knöpfe herankommt, aber zum anderen auch, wie gut die Kamera in der Hand liegt. Das alles geht natürlich beim Smartphone nicht. Dieses hat meistens nur einen großen Touchscreen und vielleicht noch einen An- und Ausschalter und Laut- und Leiser-Knopf. Allerdings gibt es da keine Räder, zum Beispiel um die Blende zu verstellen oder den Modi zu ändern. Deswegen ist da ein klarer Vorteil auf der Seite der DSLR. Vorteil Nummer 4 sind die Objektive. Ja, es ist mir schon klar, dass es für Smartphones auch Objektive gibt, so Aufsatzobjektive und so weiter. Wird auch im anderen Video von Jan noch angesprochen. Aber ein ganz großer Faktor ist dabei entscheidend. Und zwar bei einer DSLR kann man, wenn man ein Objektiv an die Kamera schraubt, damit die Bildqualität verbessern, je nach Objektiv. Das ist ganz entscheidend, das Objektiv bei der Bildqualität. Bei den Smartphone-Aufsatzobjektiven ist man limitiert, weil das Objektiv ja schon in den Body des Smartphones verarbeitet ist. Das heißt, das ist das Ultimum. Mehr Qualität kann ich nicht aus meinen Bildern rausholen, wie das Objektiv, was darin verbaut ist. Egal, was ich da vorne drauf setze, ich kann die Qualität eigentlich nur noch verschlechtern. Und natürlich, wenn ich jetzt irgendwie Sportfotograf werden will oder sonst was und ich brauche eine Super-Zoom-Lens, dann komme ich mit meinem Smartphone nicht mehr weit. Wobei wir da schon wieder in eine Richtung kommen, wie sieht ein Smartphone überhaupt beim Kunde aus? Aber da spricht jetzt Jan drüber. Mit einem Smartphone bei einem Kundenauftrag auftauchen, das wirkt unprofessionell. Allerdings ist es auch so, dass es mit den meisten DSLRs nicht ganz professionell aussieht. Jedoch hat man dort die Möglichkeit, diese weiter aufzuriggen. Zum Beispiel mit einem externen Monitor, mit einem Mikrofon oder mit einem Teleprompter oder sowas. Und dadurch wird dann eben doch ein etwas professionellerer Eindruck hinterlassen. Und das ist mir auch unter das Wichtigste, dass man wenigstens ein professionelles Auftreten hat. Auch wenn das Endprodukt letztendlich gleich ist, wird man bei einem professionellen Auftreten doch dann vielleicht auch eher weiterempfohlen. Und natürlich sind Smartphone-Kameras nicht grundsätzlich schlecht, das wollen wir gar nicht sagen. Deswegen haben wir auf Jans Channel noch ein Video gedreht, 5 Vorteile von Smartphones gegenüber DSLR-Kameras. Schau unbedingt jetzt mal hier oben in die Infokarte oder unten in der Beschreibung, da findest du den Link zu Jans Video. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, kennst du noch Vorteile für DSLR-Kameras gegenüber Smartphones oder auch gerne andersrum? Schreib es mir unten in die Kommentare. Und das war's auch schon wieder mit dem kleinen, aber feinen Video. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Hier drüben kannst du mir jetzt noch ein Abo da lassen, da verpasst du auch in Zukunft keins meiner Videos mehr. Außerdem findest du auch Jans Channel hier verlinkt und natürlich auch das Video, was wir auf Jans Channel gemacht haben, findest du hier drüben. Und noch ein weiteres Video von mir. Also das viel Auswahl. Tob dich aus. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Barney. Hau rein. Ciao.